Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die. Hallo. Genau, und es kommt ein Sandsturm, meint die Mathilde. Das hat sie um Urin gehabt. Gucken wir aus dem Fenster hier. Oder sieht das so aus wie ein Sandsturm? Das hatte ich schon ein paar Mal, dass es aussieht wie ein Sandsturm und dann ist es eigentlich gar keiner. Doch, da hinten kommt irgendwas. Ich habe da so ein... Vielleicht geht er auch so neben uns vorbei. Das könnte sein, oder er kommt erst noch. So aus dem Augenwinkel sieht man das ganz gut. Wenn ich gerade drauf gucke, nicht so. Doch, ja, ich sehe hier auch da kommt sowas. Zu uns. Super, pünktlich zur Aufnahme. Hey, Heidi Ho. Hey, es ist mal nicht Nacht. Es ist mal nicht Nacht, genau. Was wollten wir überhaupt machen? Wie wäre es endlich mal mit Dämonenblut, damit Dämonenblut, wir endlich mal ja. einen Kartenraum oben im Norden stimmt, ja, aufstellen du. Können? Und ich weiß gar nicht mehr, wer von euch das gesagt hatte, dass wir doch mit einem Pferd und einem Begleiter nach Norden reiten sollen. Da hatte ich, glaube ich, zurückgeschrieben, das geht aber gar nicht. Ich habe es schon mal ausprobiert. Aber mit diesem neuen Begleitersystem scheint ihr das so angepasst zu haben, dass es doch geht. Also es geht wieder. Also, man kann einen Begleiter die, mitnehmen und sich auf... Dann haben die Pferde endlich mal einen Sinn, ja? Ja. Und wir haben einen neuen... Typen, das ist Leto. Man nennt ihn Locke. Du nennst ihn Locke. Und ich war auch offscreen wieder mal fleißig. Und wenn wir ins Sklavenrad schauen, ist schon fertig. Wir haben nämlich einmal noch einen zymerischen Kämpfer, Stufe 3 ist noch da. Und ich habe tatsächlich einen Träger Stufe 2 bekommen. Ups, ich habe aus Versehen alles genommen. Ja, dann stell sie mal auf. Und was ich bei Leto, der ist ja auch ein zymerischer Kämpfer, was ich bei dem ganz geil fand, dass der schon ein Sternenmetall-Großschwert mitgebracht hat. Zu dicht bei anderen Leibeigenen, schade. Ich wollte eine Gruppe von diesen Typen machen. Aber leider sind sie alle... Oh, schon wieder in der Tussi. Das ist jetzt schon ein Schlepper, die dritte, ne? Hier, kommt noch eine Tussi mit oben ohne? Nee, doch nicht. Da kannst du noch Schlepper die vierte machen. Oh, schade, der hat es nicht so cool wie Leto. Gleich eine Rüstung und Ausrüstung. Da haben wir einen chimärischen Penner mitgenommen. Ah, falsch. Der hat ein Sternmetall-Großschwert hat er. Na, siehst du. Natürlich eine Kackrüstung, aber ich glaube, ich nehme den mal mit. Ja, ich nehme Leto auch mit. Auch du musst dir deine Rüstung verdienen. Aber warte mal, bevor du deine Rüstung verdienen kannst, brauchst du erstmal einen Namen. Einfach nur auf E drücken, wenn du ja. So, jetzt müssen wir kurz Brainstorming machen. Großer Wurm? Nee. Wo bist du denn überhaupt? Nenn ihn. Ach, da bist du. Nee, das ist kleiner Wurm. Hä? Gefühlt? Nein. Da ist Dutch. So. Mir fehlt kein anderer Name ein. Da bist du. Ja. Hackfresse der Hatten wir überhaupt Hackfresse der Erste? Nö, aber es muss ja irgendein Vater geben, der ihn gezeugt hat. Der muss auch schon eine Hackfresse gewesen sein. Mir fehlt kein Name ein. Ich fand jetzt, er sieht so aus wie eine Hackfresse. Und passt doch. Okay. Wollen wir rüber laufen oder rüber beamen? Oh, und ich nehme mir nochmal Heilpfeile mit. Oh ja, Heilpfeile nochmal. Denk mal, was zu verbinden und Heilung, ne? Für dich auch. Ja, also ich habe auf jeden Fall Wundverbände dabei. Ah, ich habe mal Schleimsuppe. Hier, Hackfress, hast du Schleim? Oh, warte, ich versuche gerade nachzudenken. Heilpfeile, so. Hat
Fresse braucht Schleimsuppe. Leto braucht auch Schleimsuppe. Komm mal mit, Leto. Oh, ist hier viel verdorbenes Fleisch. Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Wenn du Schleimsuppe suchst, oben im großen Lagerfeuer ist noch ganz viel. Ach so, was? Dann haben wir eins, das habe ich glaube ich noch viel frei. Okay. Ja. Und ich nehme mir ein bisschen Heilfleisch. Heilfleisch? Ja, Heilfleisch. Was ist denn das hier? Ach, aus der Grube hier, ja? Mhm. Ach komm. Nimm mal auch was mit. Hast du jetzt alles weggenommen? ich drücke einfach zu schnell E. Alter, ey. Kann man das nochmal aufteilen? Ich weiß es nicht mehr. Auf Shift. Ja. So, brüderlich geteilt. Oder beschissen. Mein mühselig mit erarbeitetes Heilfleisch. So, Frage wiederholen. Hin, ja, dann beamer, glaub... komm, wir haben schon ja genug Zeit verschenkt. Hopp, hopp, hopp. Ja? Hopp, hopp, hopp. Den müssen wir nehmen. Hallo. So. So, was war da noch mal drin? Ach, da war der Archivar drin. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall zu der dicken, fetten Schlange gehen. Also da beim Schlüpferkönig. Ja, die hat ganz gut was gebracht. Genau, deswegen. Ey, du kleines Skelett. Da. Bist du hier gerade gespawnt? Thor, hilf mir! Da hebt dein Schild, du Miststück. Oh, du lockst da gleich wieder alle an, ne? Attacke, Hackfresse! Oh. Die Schwerter erinnern mich irgendwie an so He-Man oder Power Ranger Schwerter. Ich will auch so eins. Ich gehöre nicht zur Gruppe. Es ist voll diskriminierend hier. Moment mal, ich hatte dich gefragt, ob du so ein Schwert haben willst. Ja, ich mag eigentlich so diese Leuchteschwerter nicht, aber wenn sogar Hackfresse sowas hat. Willst du ewig leben? Nö, ein bisschen schon noch, aber nicht ewig. Einfach eine Abkürzung. Das war der kürzeste und schnellste Weg zum Schlüpferkönig und der Schlange. So, warte, dann muss ich jetzt einmal kurz Pfeile umdisponieren. Das heißt, ich habe jetzt die Giftpfeile und die Heilpfeile, also die Schlangenpfeile und die Heilpfeile. Mhm. Dann würde ich sagen, wo bist du? Ja, hier. Ah, okay. Tod der Schlange! Schlange! Doch.
Kann man hier nicht mehr aus diesem Scheiß... Naja, ich überlege gerade, ob wir, wenn wir weiter reingehen, aus der Verderbnis rauskommen. Ah, naja. Was? Ich weiß es nicht. Soll ich die große Schlange mal anlocken? Ja, komm. Oh, ich hasse sowas. Ha, jetzt habe ich sie. Hey! Hi, Outsider! Für Getreue nicht zugänglich, was? Oh oh. Aua. Ist ja alles Schlange hier. Ja, und die hat uns mal wieder auf mich abgesehen. Natürlich. Aber du machst es doch eigentlich richtig. Die hacken drauf und du rennst einfach da hin und her. Einfacher geht's nicht. Ja. Voll gut. Einmal zerhacken bitte. Ja. Ich hab das falsche Werkzeug! Und ich hab keinen Schlüssel! Welches Werkzeug brauchst du denn? Zum Beispiel eine Hacke? Spitzhacke oder so? Ich hab so eine... Ja, dann hack du doch mal! Aber nur dieses Hackaxt habe ich. Ja, mach! Ja, dann mache ich! Ich hab aber keinen Schlüssel von dem Vieh bekommen. Hast du einen Schlüssel? Ja, ich hab einen Schlüssel. Ja, dann öffne die Truhe. Und dann schnell raus, weil Verderbnis. Der Liebesknüppel. Okay. Ich habe einen Liebesknüppel bekommen. Ja, will ich mal wissen, was man damit machen kann später. Naja. Ah, hier ist noch eine Truhe. Nur Silbermünzen. Ach, scheiß noch drauf. Goldmünzen wären besser. Ja. Hier ist auch noch eine. Ja, auch Silber. Toll. Ich renn raus. Hör auf, du Verderbnis. Jetzt kommen wir noch das ein oder andere Drachenchen. Wie viel Blut hast du denn rausgekriegt? 44. Das ist ja schon mal etwas. Dann fehlen uns nur noch knapp 60 oder 80. Ach, du rennst zum Schlüpferkönig hoch. Ey, kleiner Schlüpferking. Ich schau dir unter den Rock. Wenn es regnet, kann man sich wirklich unter seinen Eiern stellen. Und wenn die Haare feucht sind, kann er pupsen, dann trocknen die Haare schneller. Es lebe der Schlüpferking. Ich liebe ihn. Ja. Ich meine auch designtechnisch. Was dachten Sie, was hat der Designer sich dabei gedacht? Auf jeden Fall einen sehr langen Schädel. Nee, das okay, wollen wir uns... Also, ja. Es wird dunkel und wir wissen, hier ist es, wenn es dunkel ist, wirklich dunkel. Gefährlich dunkel. Genau. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir könnten hier bleiben und den einen oder anderen Drachen suchen oder wir gehen zu den anderen Schlüpferkönigen. Haben die Drachenblut? Drachenblut hier, Dämonenblut? Nee, ne? Ich glaube, so ein bisschen auch. Ach komm, dann gucken wir uns mal einen an. Wo waren die denn? Klaals Festung. Ja. Da lang. Sagen wir mal ein Hallo. Vielleicht gibt der ja was ab. Wenn nicht, können wir immer noch Drachen jagen. Skelette! Oh. Kein Bock auf Hohl. Nee, die Hohlköpfe bringen nichts.
Ups, ich glaube, da unten bin ich gerade zu einem Drachen. Zwei? Ah, ich glaube, das ist eine Drachenhöhle gewesen. Wo bist du hin? Bin nach rechts gelaufen. Nee, das bist du nicht. Ich leuchte. Boah. Das war nicht mein rechts. Rechts ist da, wo der Daumen links. Ja, da wo ich hingeguckt habe, war da rechts. Ich sehe von dir nur einen Punkt. Keine Blickrichtung. Oben war mir viel zu viel los. Also im Großen und Ganzen bewege ich mich jetzt einfach Richtung Tal. Ja, ich habe mich in dieselbe Richtung bewegt, bloß da oben waren Haufen und Hohlköpfe. Ja, auch nichts in dieser Finsternis. Schlimm ist das. Ich könnte mal ein paar Lampen aufstellen. Willst du doch auch selber machen. Stellst du ein paar Nee, das habe ich einmal gemacht, überall Lampen aufstellen. Und dann kam ab. Mach ich nie normal. Vor allem habe ich das in einer Ecke gemacht, wo ich sowieso, wo uns sowieso dann sehr gut ausgekannt haben irgendwann. Was ist denn hier der Ausgang aus dieser verkackten Stadt? Alter, Leute! Oh, hier geht's zum Bank. Na, sieht gut aus. Von hier aus, geradeaus. Ja, das kommt aus. Oh, Steinnasen. Nervig. Ja. Auch wenn da dämonische Steinnasen dabei sind und wir von denen rein theoretisch Dämonenblut kriegen könnten, ich habe keinen Bock auf die. Oh, mir fällt gerade ein, wir hätten vielleicht den Schlüssel des Kriegsdings da mitnehmen sollen. Ja. Ja, dann bringen wir da den großen Leuchtetypen am Anfang. Das sollte ja kein Problem mehr sein, oder? Ich glaube, wir hätten doch die Drachen töten sollen. Jetzt ist zu spät, jetzt sind wir fast bei den Schlüpferkönigen. Ist ja was dumm. Wie bitte? Außerdem was dumm. Ich warte drin auf dich. Ja. Hab dich lieb. Hm. Ein richtig Schießen auf mich. Dann muss er zurückschießen. Thank you.
Zeit. Ja, danke. Ah, hier, mein Kumpel, der kann fliegen. Flying Hackfresse. Flying Hackfresse der Zweit. Stimmt. Flieg mal weiter. Leuchtende Essenz noch? Ja, ich habe auch nur das Glühgebäude mitgenommen. So, dann würde ich mal den Leuchtetypen anpieksen. Nee, lass mal die Totenköpfe. Ah, ja, ist ein. Jetzt darfst du. Ah, was will der von mir? Immer will er was von mir. Geh weg. Los, Leto! Gerade einen Heilpfeil losgeballert. Ja, ich schicke den vorsichtshalber für einen Heilpfeil, weil ich irgendwie nicht mehr die Gesundheitsanzeige habe. Autschi. Ich will die beiden nicht verletzen. Ja, ich verstehe. Gerade Hackfresse der Zweite ist noch nicht so trainiert. Leto ist ja wenigstens schon Stufe 6. Die Stufenkönige konnten wir ja verkünden. Ein Berserker. Oh,
die nieder! Sehr schön. Juhu, Leto ist aufgestiegen. Oh, ein Machtfragment. Praktisch. Ah, er ist auch schon Stufe 4 hier. Oh, meiner ist schon Stufe 7. Hackfresse. Nicht schlecht. Ja. Ja, dann schließen wir mal die Tür auf, würde ich sagen. Huhn gab's hier nicht, ne? Ich meine nicht. War ein bisschen geizig. Oder war der Schlüssel hier in dieser Struktur dran? Ah, ja. Ich weiß nicht, wie viel von diesen Schlüsseln wir mittlerweile schon haben. Es rentiert sich halt. Oh, warte mal, ich wollte mal ganz kurz gucken, ob ich Leto eventuell den Liebesknüppel gebe. Was macht denn Leto mit dem Liebesknüppel? Was kann der Liebesknüppel machen? Oh, Gesundheitsschaden 1. Eine Keule, die sich weigert zu töten. Aber die hat Betäubungsschaden anscheinend. Also die ist nicht wirklich als Waffe geeignet. Mhm. Fangen wir wieder bei dem hier an? Ja. Ich glaube, der hatte Gehilfen, ne? Die müssen wir erstmal anlocken, glaube ich. Achso, die waren hier vorne im vorderen Bereich. Ja. Sollen wir mal töten, ne? Oh. Aber... Ey, du Hohlkopf, was will zu dir? Der will zu mir. Steht schon der nächste. Da sind ja immer noch welche. Ja, aber ich glaube, die kriegen wir jetzt hin, oder? Ja. Sind ja nur 4 Stück. Ey, ihr Pappnasen, steht auf. Zurecht. Es ist Zeit zu Knochen brechen. So, den Rest könnt ihr machen. Ich denke mal, ihr Hackfresse und Leto, ihr könnt auch mal was machen. Wir locken den jetzt einfach mal an. Ach, der hat auch wieder 2 Freunde. Naja, egal, was soll's. Hey! Ich rede mit dir! Kannst du mal die Werte sagen? Zerstöre ich dein Schild oder also die Rüstung? Ja, Schilddurchdringung. Er hat irgendwie 6 Füße kaputt und 10-mal gefischt. 4-mal Rüstungsdurchdringung. Vielleicht sollte ich mir deswegen auch mal einen besseren Hammer besorgen. Oh, jetzt liegt er wieder um. Was rennt der so? Hat das eilig? Auf rein! Oh.
Schweine, du Arschloch. Ist die KI dümmer geworden? Weil der andere Gegner war ja auch so auf dich fixiert, dass wir ihn abschlachten konnten. Keine Ahnung. Mach deine Füße Platz. Bleib stehen. Nervig. Der ist auch flink. Cool wäre es, wenn man gezielt seine Beine zerhacken könnte. Dass hier so komplett kaputt gehen? Ja. Nee, man kann ihn nur nerven. Ah ja, hab ich ihn ja gleich. Dann zack ihn mal. Oh, ich hab nur noch 16 Giftpfeile. Der ist geizig. Warum? Hat jetzt nicht so viel. Ich glaube, 11 hat er mir gegeben. So ein Arsch. Warum sag ich ja, ein geiziger Arsch, ey. Haben wir noch ein paar Truhen hier oder war er richtig geizig? Ja, bei den Fuzis hier. Los. Ich klüppel euch. Alter, der fetzt ja richtig. Der hat mich ja gerade echt richtig verwundet. Stimme so. Oh, 4 Goldmünzen. Bisher nur Silber gekriegt. Graulotus. Oh, brauchst du einen außergewöhnlichen Jagdbogen? Nein. Kann er auch echt behalten, ja. Scheißverein. Ich hab einen Drachenknochenbogen. Kann ich irgendwie nicht einsehen. Ist doch nichts drin. Hast du denn von dem Typen eine nette Waffe gekriegt? Ja, dieselbe, die ich jetzt schon habe. Das heißt, ich kann sie dann wieder verlieren. Soll ich die Statue des Kriegs ja noch aufstellen? Ach, ich weiß nicht, wollen wir überhaupt so weit gehen? Ach so, wir können, ja stimmt, wir können ja auch zum nächsten einfach mal, ne? Hm. Upsi, schupsi. Joa, dann gehen wir den nächsten nochmal killen. Der wollte gleich auf Hackfresse. Immer auf die andere Seite. Oh, da ist hier einer. Ja.
In den Truhen ist echt nur Mist. Ach, scheiße. Was denn? Ah. Was ist denn? Ich hab was auf der Arbeit vergessen. Ah, das ist ärgerlich. Welches Fenster? Ja, geradezu. Ja, ihr müsst wissen, ich mache ja jetzt immer so wechselweise wegen Corona eine Woche vor Ort arbeiten, eine Woche Homeoffice. Und schon scheiße, wenn man dann was vergisst. Auf der Arbeit und wenn man dann die nächste Woche Homeoffice hat. Oh. Großes Schwert hätte ich gerne. In seiner Größe. Kannst du doch gar nicht. Klar! Ich bin voll stark. Oh, die restlichen von den Gegnern sind den nächsten Schlüpfer. Na, so treffe ich nicht. Oh, jetzt ist gedreht. Der ist geglitscht. Hinterlistiger Glitcher. Aua. Schieß einfach auf seine Beine. Ja, mach ihn mal langsam. Dann können wir besser draufhauen. Der er sich ja irgendwie nur für mich zu interessieren scheint. Aua, macht ja Aua. Hat er sich jetzt mich verguckt? Nee, ne? Oh, doch. Oh, und dann bist du jetzt dran. Jetzt bin ich sein Fetisch. Immer schön auf die Beine hauen. Schießen. Ja. Ich glaube, der steht wieder auf dich. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob hinter dem Gott steht. Zeit der Schuhe. Was ist das? Auch wieder ein Geistkragen. Ich glaube, wir müssen mal zusammen offscreen ein paar Mal die Schlangen töten. Rein und raus. Zeit der Schuppenechse. Ein vom Archivar selbst verfasstes Manuskript. Verbrauchsobjekt Belastungsbonus. Hm. Naja. Schlüpfer gehen auch noch. Alle guten Kinder sind drei. Ja, haben wir gerade einen Lauf. Wo der hat ja gerade keine epische Waffe gedroppt, ne? Nee. Das war ein scheiß geiziger Wichser. Keine Truhen, nichts. Geiziger Wichser. Ja.
Alter, die ziehen hier richtig. Wow, 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 aua, aua, aua. Die sind ja schlimmer als die Schlüpferkönige. Ach, hier war der Blutbart. Hops, hops, hops. Ich hab's im Blut. Ich hab's im Blut. Bist ja ein wenig makaber. Das war eine Tatsache. Ich hab im Blut gehabt. So, Jungs, was wuselt ihr da so rum, ne? 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 Müsst mal mehr essen, ihr seid ganz abgemagert, Jungs. Oh, die können bei Germany's Next Topmodel anfangen. Oh, guck mal, der ist alleine. Ach, das war der mit dem fiesen Speck. Ja, der so auf Distanz aber macht. Ich bin mal gespannt, wen er haben will. Leto ist auf jeden Fall schon mal kaputt. Er möchte Leto haben. Wo ist er hin? Ich wünsche dir gerade so ein bisschen. Jetzt hat das auf mich abgesehen. Okay, das ist gut. Ich bin ein Männermagnet. Ja. Und immer sind es die Falschen. Nie ist mal ein Netter dabei, nur so ein großer, abgemagerter Schlüpfer-King. So, 89 haben wir jetzt. Okay. Dann fehlen nur noch 40 ungefähr. Nächste Runde können wir ja vielleicht auf Elefantenjagd gehen. Mhm, komm. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir ab. Ja. Ich glaube auch, die Folge ist lang genug. Ja. Dann braucht er jetzt den Rückweg nicht sehen. Da wird nicht mehr viel passieren. Wir rennen da nochmal an diesen drei Kopfidioten vorbei. Genau. Werden nicht miteinander kommunizieren. Mhm. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch gern nächstes Mal wieder rein. Wow. Wollen wir uns noch. Wollen wir dann vorbeilaufen oder den nochmal töten? Vorbei! Fickt euch! Fickt euch! Geht weg! Ich hab nichts gegen Hohlköpfe! Und ich mache nicht aus euch Knochenmehl!
Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Geht weg. Liken und kommentieren nicht vergessen. Haut rein, ciao.